So Leute, willkommen zurück zu Gilberts Nuzlocke-Abenteuer in Pokémon Mond. Oh yeah, beim letzten Mal haben wir Pony betreten. Das war jetzt doch die letzte Insel, oder? Doch, ich glaube schon. Und gemerkt, dass wir vom Level massivst unter unseren Gegnern sind. Ja, trainiert habe ich jetzt nicht. Der EP-Taler ist allerdings an. Insofern hoffe ich, dass ich das eventuell zeitig ausbügeln wird. Vor allem hoffe ich, dass ich nicht jetzt schon gegen Harpu kämpfen muss, weil das wäre ein bisschen blöd. So, hallo Parasek, was geht ab? Da ist natürlich Rosalina vorne, habe ich offscreen gewechselt, weil Rosalina das niedrigste Level gerade hat. Ja, dann switche ich halt. Dann switche ich halt auf Akane. Süchen, Schlitzer, ja, das sollte okay sein, selbst mit Crit. Das war doch ein Crit, oder? Ja, doch, das sieht man doch instant, dass das ein Critical Hit war. Der Funk und Flug kommt und siegt. Hoffentlich. Also wahrscheinlich, ja. Das ist ein Parasek. Wenn er noch Trockenheit hat, also nochmal eine extra Feuerschwäche. Wie genau wird das mit Trockenheit gerechnet? Als hätte man eine Schwäche. Hat er da eine Achtfachschwäche? Oder wie wird das gerechnet? Bunnelby. Ja. Ich glaube, Bunnelby kann nichts wirklich machen gegen Amphira. Und so verhaue ich einfach den Funkenflug raus. Ja, das wird geviertelt erstmal. Macht also so gut wie gar keinen Damage. Und im Gegenzug kann ich hier wunderschön damit angreifen, was natürlich sehr, sehr viel Damage drückt. Haha. So, und wieder schön die Erfahrungspunkte geteilt. Vielleicht wird mich doch über den Bären sammeln. Wer mich anguckt, so, ja, da wurde ich wohl genutzt, was? In der Tat wurdest du das, mein Freund. In der Tat. So, warte mal, vielleicht sollte ich mich erstmal heilen, weil jetzt kommt eine Cutscene und ich weiß nicht, was in dieser Cutscene Inhalt sein wird, ehrlich gesagt. Vielleicht ein Kampf. Also auf jeden Fall werden wir, ja genau, auf jeden Fall werden wir Harpu treffen. Ich weiß übrigens tatsächlich, also ich glaube, sie benutzt 4 oder 5 Pokémon und weiß nur, dass sie mit Dictry anfängt und ihr Signature Pampros ist. An mehr kann ich mich tatsächlich leider nicht so wirklich erinnern. Und ja, mal gucken, wie das wird. Hallo Harpu, na sowas, Gilbert, na? Schön, dich zu sehen, Harpu. In der Tat, du siehst irgendwie ganz anders aus als sonst. Das ist korrekt. Wir sind ja auf dem Weg, um Lunala zu erwecken. Genau, ich bin Pokémon Mond, nicht wahr? Kurz überlegen müssen gerade. Lunala, Solgaleo, was war das noch? Ich weiß gerade wirklich nicht mehr genau, was noch alles vor Harpu kommt. Level 47 habe ich gesagt, oder? Das hat schon übel. Mann, das ist blöd, weil die Trainer nach Harpu werden halt irgendwie wahrscheinlich wieder wesentlich schwächer sein. Irgendwie, keine Ahnung, Sonne und Mond ist eine komische Edition, wenn man eine Nuzlocke spielen möchte. Hab ich schon häufiger gemerkt hier im Laufe des Projekts. Alter. Keine halben Sachen. Steht da erstmal und starrt hinter der Mauer hervor. Wieso zieht er doch? ja. So ist es. Scharf kombiniert, Watson. Ja, das macht. Ah ja, stimmt, das kriege ich ja jetzt. Das bekomme ich ja jetzt, ich erinnere mich. Aber was, gib es mir her. Gib mir das Machomai, ich möchte es besitzen. Wow, ich muss gerade aufpassen, ich habe gerade fast mit meinem Fuß den PC ausgemacht. Fun Fact, das wäre nicht so cool. Wer da drin sitzt, wie der übelste Pimp, einfach so, yeah, Ladies, was geht, guckt euch das mal an. Mit den Armen da, schön. Ja, eine strahlende Zukunft. Dankeschön, die nehme ich gerne an. Ach stimmt, wir möchten ja noch zu den Ruinen von Kapukime, ne? Das war ja was. Weil Lilly will die bestimmt alle sehen. Ich glaube, das noch vorher. Okay, dann werden wir in dem Part wahrscheinlich doch noch nicht gegen Harpu kämpfen. Zum Glück, muss ich sagen, zum Glück. So, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich vielleicht wünschenswert, hier einmal ganz kurz mit dem Pokémon/Menschen zu reden. Eventuell kriege ich nämlich noch was. May! Nee, hier nicht. Die gibt's hier nicht. Zygarde Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Hier siehst du mal, ne? Was will man dagegen schon tun? Puff! So, und ihr zwei noch. Du heilst mich sogar, ne? Ja, stimmt. Miltank heilt einen nämlich immer. In Sonne und Mond jedenfalls. Das wurde aber mich total übersehen. Mock, Mock! Alter, was ist das denn? Will mich das... Wartet mal. Ja, halt mal kurz den Rand hier, bitte. Dieses Mogelbaum mobbt mich, weil ich Smogon so früh verloren habe. Mock, Mock, mhm. Klar, wir wissen alle, was du sagen wolltest, Mogelbaum.
Wir wissen alle, was du sagen wolltest. Kannst du kein S aussprechen, wie es aussieht. Voll gemein. Maut. Wollen wir uns die Bettszene mal angucken? Oh, guck mal, hier ist sogar noch was für eine neue Attacke. Sina ruft an. Hallo, Sina auf Leitung 2. Bitte rangehen. Dankeschön. Au revoir. Komm, wir legen uns mal hin. Einfach für die Mautzi-Szene. Ganz schön laute Schritte für einen Katzen-Pokémon. Hi, was geht? Na, kann ich was für dich tun? Was möchtest du von mir, Mautzi? Möchtest du etwa mit ins Bett steigen? Oh shit! Ah! Okay. Danke, Mautzi. Dankeschön. Für den Aufwecker. Okay, gut, genug. Ja, danke, danke, danke. Das nehme ich doch mal mehr oder weniger dankend an. Ich nehme es an einfach. Einfach annehmen. Man muss ja nicht immer Dankbarkeit zeigen. Boah, voll gemein. Voll gemein, ey. Okay, dann gehen wir hier raus und schauen, was da so ist. Außer nichts. Absolut gar nichts. Tja, Leute, bald gegen Hapu. Ich habe keine positiven Vibes bezüglich dieses Kampfes. Nach wie vor. Und ich werde es auch noch so oft sagen, bis wir endlich gegen Hapu kämpfen dürfen. Wieso habe ich den Schutz eigentlich auslaufen lassen? Den brauchen wir doch jetzt. Nein, nicht der Trainerpass. Nicht der Trainerpass. Beutel, so. Hier. So. Dankeschön. Einmal schön eingesprayt. Wie genau läuft das eigentlich mit dem Spray? Ich meine, man sprayt man sich selber ab quasi, so dass man für die Pokémon irgendwie stinkt oder sonstiges in der Richtung. Irgendwas muss da ja sein. So könnte ich mir das halt am ehesten noch vorstellen, ehrlich gesagt. Hi, Typ da oben. Komischer Sammler. Ui, was ist das denn? Da sind eine Trainer-Exemplar. Ja, das bin ich. Hallöchen. Man nennt mich Gilbert, ein Gift-Trainer seinerseits. Pokémon-Sammler Michael mit deinem Tortunator. Rosalina gegen Tortunator. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, das Matchup ist nicht ganz auf unserer Seite. Deswegen wechsle ich Kuso rein. So. Gut abgefangen, würde ich sagen. Und dann einfach mal eine Schlammwoge draufhauen. Kuso könnte echt eine Schlüsselfigur im Kampf gegen Hapu sein. Hat zwar natürlich auch eine Bodenschwäche, aber auf der anderen Seite... Damage. Auf der anderen Seite können wir halt ihre Pokémon auch sehr effektiv treffen und nicht zu knapp. Ich habe Angst, dass das jetzt gerade irgendwie eine super gute Roll war und ich jetzt die schlechteste Roll der Welt kriege. Deswegen greife ich lieber mit der... Deswegen greife ich lieber mal zu großen Geschützen. Nicht wahr, liebe Freunde? So hüllt sich in Z-Kraft. Boom, super Wassertornado! Hau raus, Kuso. Und Tortunato dreht sich also, steht mit dem Rücken zu uns und denkt sich nur so, well, I guess I'm done. Well, guess I die. Oder wie heißt das, wie ist dieses Meme? Zenlong. Oh, Flubber, einfach mal. Einfach mal machen. Und gucken, was passiert. Und zwar ist es Zenlong. Das habe ich gerade schon sehr gut erkannt, nicht wahr? Okay, und ich werde einfach mit einem Knirscher angreifen und hoffen, dass ich es eventuell vergiftifizieren kann. Das ist quasi wie verifizieren, nur mit Gift. Vergiftet! Bodyguard. Okay. So, mit einem neuen Angriff und einem weiteren Gift-Tick sollte Zenlong dann auch besiegt sein. Ich mag Zenlong ja total gern, muss ich sagen. Das sieht irgendwie cool aus. Hat was. Sehr Außergewöhnliches. Schade, dass es zwar nicht so das krasseste Pokémon ist, aber vom Stil her kann ich es sehr, sehr appreciaten. Guck mal, fast Level 42. Itchy hat sogar 42 erreicht. Sehr schön. Ich glaube, ich weiß noch, warum du hier so rangehst. Der Typ. Der kann auch nicht mehr handeln jetzt hier. Nein. Was drücke ich denn immer? So, Beutel. Erst auf Trainerpass, dann aus Versehen beim Speichern.
Wie wär's damit? Supertränke, let's go. Oh, es reicht nicht ganz, da benutze ich halt einfach noch einen. Hat bei Akane eben auch nicht ganz gereicht, aber da war es mir egal. So, wollen wir Itchy mal nach unten stellen. Wir haben immer noch einiges aufzuholen und unseren Level, ich glaube, da oben lang zu gehen, brauche ich noch gar nicht. Also kann ich mir sparen, wird eh nichts bringen. Denn da ist quasi nichts. Aber hier ist noch etwas, und zwar eine... Oh, die Pokémon sind ja über Level 41. Warum? Warum lässt du mich im Stichschutz? Hoffentlich maximal Level 41. Das wäre schon sehr nett. Okay, nevermind. Da werde ich leider auch nicht mehr drüber kommen so schnell. Dann muss ich einfach hoffen, dass die wilden Pokémon mich in Ruhe lassen. Und nicht so heftig belästigen. Das ist das Eis, oder? Ich guck nach, aber wird sowieso keiner lernen können, weil Eis so eine Attacke ist, die fast niemand lernen kann. Ja. Aber es ist eigentlich eine sehr interessante Attacke, nicht wahr? Eine Crit-Garantie. Kann man in vielen Situationen, wenn der Gegner seine Verteidigung boostet, natürlich sehr gut gebrauchen. Ich war gerade kurz unsicher, ob wir die schon gekämpft haben, aber nein, wir sind gerade einfach geschickt an ihr vorbeigelaufen. Einfach flop, straight durch. Da hinten habe ich etwas gesehen. Danke, Silke. Ach, die Urlauber mit die beste Klasse in Sonnenmond. Sind so lustig. Sandan. Gut, dass ich Rosalina vorne habe, als hätte ich sie... Oh, die hat vier Pokémon. Die hat vier Pokémon auf 43. Not bad, not bad. Aber ihr Sandan wird jetzt eh droppen an diesen Gigasauger. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht überlebt werden kann. Armes, kleines Sandan. Bringt aber einfach so gut wie gar keine Erfahrungspunkte. Reicht aber für Flubber, immerhin. Kleinstein, ja, da bleibe ich mal drin. Irgendwie vor Robustheit into Explosion, True Combo und dann Crit. Robustheit into Explosion into Crit. Das wäre doch jetzt das, was wir wollen. Okay, da ist schon mal die Robustheit. Okay, das Erdbeben. Das ist nicht das andere. Das war ganz schön viel Damage. Damage ohne Ende. Hier, Gigasauger. Frisst das. Eat das, Kleinstein. Danke für den 1 KP. Den nehme ich gerne. Wer weiß, vielleicht wird es mir genau für das folgende Pokémon jetzt nützlich sein, wenn sie weiter mit Boden-Pokémon ankommt. Tragosso könnte jetzt noch kommen. Vulpix, das ist kein Tragosso. Denn das ist ein Vulpix. Krass, oder? Habe ich schlau bemerkt. Haha! Man könnte meinen, dieser Shomaru ist dazu in der Lage, die menschliche Schrift zu lesen, Sprache zu entziffern. Ist dem so, Vulpix? Stimmst du mir dazu? Möchtest du ein... Tja... Was ist denn los heute? Ich mache nur Missklicks. Ich wollte Siedewasser drücken. Vielleicht reicht das ja trotzdem aus, aber ich glaube nicht. Nö. Begrenzer. Verdammt, jetzt kann ich Siedewasser nicht mehr einsetzen. Wegen des Siedewassers von Vulpix. Mhm. Ganz genau. Was? Das funktionierte doch. Oh, wir brechen alle Gesetze der Chemikalien. Der Physik. Nicht nur meine Inputs sind fragwürdig, auch das, was mein Mund ausspuckt. Yay, 42. Und da ist ein Georock. Ich gehe in Rosalina, habe aber ein bisschen Angst, weil das Kleinstein gerade schon massiv Schaden gemacht hat. Das Gute ist aber, der Gigasauger wird mich halt komplett voll heilen. Das heißt, egal was das Georock macht, ich werde bei vollen KP sein. Ich habe jetzt auch ein Level mehr, ne? Jetzt minimal mehr Verteidigung und mehr KP vor allem. So, kommt jetzt die True Combo Robustheit into Explosion Crit. Oh, es hält mich nicht mal vor. Wow, es kommt Titansteine. Mit deinem letzten Pokémon kommen die Tarnsteine. Herzlichen Glückwunsch, Spukball. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Komm. Das Gearock so, ich hab keine Ahnung, was passiert. Ich meine, das ein bisschen mehr EXP gebracht. Das hat sie einfach drei Boden-Pokémon gehabt, plus Vulpix. Erstmal ein Selfie. Ich war gerade von so einem Trainer auf Alola voll fertig gemacht. Hahaha, voll geil. Genau das hat sie wahrscheinlich geschrieben. Ab auf Twitter damit. Achso, sind alle Level 42 außer Kuso. Ja, 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 ja. So ist ja noch ein Trainer. Ein Trainer. Ein Trainer. Nein, aber ich behalte den Schutz mal, vorsichtshalber. Oh, eine Zygarde-Zelle. Mhm, und Dankeschön, der Seigard-Würfel hat reagiert. So. Pfeifen wir mal auf das Wasser da unten. Juckt eh nicht. Stattdessen gehen wir da unten hin.
Bei der Stelle hat er sich auch das Pump und noch eine Seigerzelle. Guck mal. Noch eine. Man glaubt's ja kaum. Röckchen geht es sicher gut, Lilly. Ja, hoffen wir das Beste. Das Beste, nicht das Beste. Hoffen wir die Beste. Hört ihr den Bass? Okay, Lilly, und jetzt? Werden wir dabei zusehen, wie Hapu zur Königin der Welt wird. Na, nicht ganz. Stell dir vor, ich kann mir schon denken, was man hier machen muss. Ja, Lilly, komm. Lass das mal ein starkes Pokémon machen. Lass das mal einen starken Herrn oder Dame tun. Ich weiß nicht, was dieses Machoma ist. Hat weibliches Machoma nicht sogar... Nee, ich dachte irgendwie, das weibliche Machoma hat Lippenstift, aber das war wohin genau. Pampros braucht eh keiner. Also legen wir das dahin. Erstmal die wunderschöne Atmosphäre zerstören, indem wir diese Musik hier anmachen. Das dauert zum Glück überhaupt nicht lange. Na und ihr so? Na ehrlich, bei solchen Steinen lohnt es sich wenigstens auch mal stärker einzusetzen. Nicht bei diesen kleinen Bröckchen, die da in älteren Generationen rumliegen. Und rein damit. So. Hapu, 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 wirst du zur Inselkönigin? Stören wir. Hapu, hallo, hallo, reagier mal, Hapu. So würde ich da jetzt reinrennen an Gilberts Stelle und Lilly Stelle. Einfach Hapu richtig auf die Nerven gehen. Einfach so. Weil, warum nicht? Einfach aus Spaß. Cosmog, na? Wie geht's dir? Naja, Cosmog nicht, sondern... Ah, wie heißen die Entwicklungen nochmal? Ich weiß gar nicht, wie dieses Entwicklungsstadium heißt. Es ist einfach zu irrelevant, dass ich es mir merke. To be honest. Um ehrlich zu sein, ist das so. Und Hapur strahlt. Mein Gesicht brennt weg! Ah! Take it. Take it with all your might. Dein Vertrauen ehrt mich. Dafür schulde ich dir meinen Dank. Als Inselkönigin werde ich mich unermüdlich für die Einwohner dieser Insel einsetzen. Und zwar für Menschen und Pokémon gleichermaßen. Yeah. Alles klar, Hapu. Das ist mal ein Statement, wa? Ihr habt mir zugesehen? Ja, wir haben es genau gesehen. Wir haben alles gesehen. Ich hab alles gesehen. Upsiao-Style. Ich hab alles gesehen. Suipsiao. Ja, das ist krass. Heftig, dass ihr keinen Inselkönig habt. Juckt mich aber gerade nicht, weil ich möchte gegen dich kämpfen. Bald. Oh Gott, Leute. Eigentlich möchte ich überhaupt nicht gegen sie kämpfen. Aber wir müssen. Wir haben keine Wahl. Erzähl mir nichts vom Pferd. Erzähl mir höchstens was von deinem Pampros. Bla bla bla. Genau, wir müssen dahin zum Canyon und dann ein bisschen die Flöte spielen. Pokobar Island. Ach, da müssen wir auch noch hin. Da müssen wir auch noch machen. Da war ja was. Frage ist, machen wir das jetzt oder kämpfen wir erst gegen Hapu? Das weiß ich nämlich nicht. Nee. Los, zurück zum Dorf des Seefuchs. Okay, dann machen wir das scheinbar doch zuerst. Ja, okay. Dann machen wir das halt zuerst. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, den lassen wir ausnahmsweise mal aus. Ausnahmsweise lassen wir den mal auslaufen. Richtiges Auslaufmodell, dieser Schutz. So, fliegen wir zurück zum Dorf des Seevolks. Kokoba Island, danach aber Hapu. Fragezeichen? Ausrufezeichen. Glurak, los! So, gut Leute, dann würde ich sagen, das war's aber erstmal für heute mit... Oh, never mind. Okay, doch, oder? Nö, Instant Cutscene. Feels Batman. Bla 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 bla.
Nochmals danke. Ich rede, ohne aufzuhören. Sprich am besten mit dem Oberhaupt, wenn du nach Kokowai Island möchtest. Ja, wir wollen übelst heftig nach Kokowai Island. Wir wollen so hart nach Kokowai Island, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich dazu eigentlich sagen soll. Bitte nicht Cutscene. Nein, lass mich doch einfach mal mich selbst bewegen. Mann, ich hasse das, wenn man von Cutscene zu Cutscene geworfen wird, in jedem Spiel. So, dankeschön. Leute, das war's für heute mit Gilberts Nuzlocke-Abenteuer in Pokémon Mond. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin, chill, I guess.